Eine neue Ära deines Lebens beginnt heute. Ich zeige dir etwas, was unglaublich klingt. Wie du mit bewusstem Nichtstun in bestimmten Situationen deine Produktivität steigerst. Also Ziele schneller und effektiver umsetzt und dadurch mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Liebe, was auch immer in dein Leben bringst, was du bringen möchtest. Ich stelle dir die Theorie vor und auch, wie du das praktisch umsetzt. Und das kannst du ab heute nach dem Video machen. Ich mache das schon seit knapp einem Jahr und bin begeistert von den Erfolgen. Aber auch hier gilt, wie bei allen Dingen, die eine tolle Inspiration sind, sie werden erst dann wirklich brillant, wenn man sie umsetzt. Konsequent und dauerhaft. Es begab sich, dass ich vor circa genau einem Jahr das Buch Apparative Registrierung und psychologische Bedeutung von Mikropausen im Sprechen von Marc Vollrath in die Hände bekam. Das Buch ist unten auch verlinkt. Da geht es darum, dass es in der Sprechmotorik durch sogenannte Plosive zu Sprechpausen, also Mikropausen kommt. Wer sich dafür interessiert, den kann ich das Werk von Marc gerne empfehlen und da lest auch gerne weiter. Bei mir hat es aber aus einem anderen Aspekt ausgehend von diesen Mikropausen Knack im Kopf gemacht. Normal denken, wenn wir das Wort Pause hören, an ja, eine bewusst initiierte längere Unterbrechung unseres Alltags, um uns zu erholen und zu grounden, bewusst zu werden. Warum also kleinere Pausen nicht für dasselbe nutzen, wenn wir diese doch sowieso machen, sogar beim Sprechen? Die Idee der Mikropausen zur Bewusstheitsgenerierung war geboren. Was ist, wenn wir unsere Bewusstheit, unser Gehirn dafür nutzen, einfach jeden Tag so mitten im Sprechen oder auch bei anderen Tätigkeiten Mikropausen einzulegen und darüber nachdenken? Darüber nachdenken? Was rede ich eigentlich gerade? Was mache ich gerade? Dient das meinem Lebenssinn, meinem Lebensziel? Ist es eventuell ein lästiger Automatismus oder sogar ein Teufelskreislauf? Reflexion, einfach, schnell und unbürokratisch. Keine Meditation oder ich nehme jetzt mal Zeit für mich, sondern zack, Pause, kurz nachdenken, weitermachen. Die Brillanz dessen ist vielschichtiger als du denkst. Durch das wiederholte Pausieren und Reflektieren, was bei mir mittlerweile nur noch ein paar Sekunden dauert, da man viele Situationen in gewisse Muster eingeordnet hat, entsteht ein neuronales Netz. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht, sucht einfach auf der Kanalsuche. Dieses neuronale Netz, das ist ein Habitus, ein automatisiertes Verhalten, was dazu führt, dass du ein Leben führst, was du führen willst und nicht wie so viele Menschen in Situationen feststeckst, sei es beruflich oder sei es auch privat. Deine Lebensqualität, die steigert sich auf ein Maximum, weil du im Rahmen deiner Möglichkeiten, das ist ganz wichtig, deine Ziele bestmöglichst verfolgst und fokussiert bleibst, bewusst bleibst. Unsere Welt, in der wir jetzt leben, ist voller Ablenkung, Spiele, Konsum, Medien, so viel, was deine Aufmerksamkeit will, um dich von deinem Weg abzubringen oder anders ausgedrückt gar kein Interesse hat, dass du deinen eigenen Weg gehst. Du kannst Spiele, Konsum und Medien nutzen, das ist möglich für deine Ziele, aber wenn du von ihnen benutzt wirst, dann ist es sehr schwer, da wieder herauszukommen. Und vielen ist das nicht einmal wirklich bewusst. Der Schlüssel ist die Bewusstheit. Pflanzliche Ernährung im Kontext der Gesundheit ist ein gutes Beispiel. Ernährst du dich pflanzlich, weil du im Zuge eines Trends halbherzig damit anfängst, ohne dich wirklich genau zu informieren, dann wirst du ganz andere Erfahrungen mit dem Thema pflanzliche Ernährung machen, als wenn du dich wirklich genau informierst und der Wunsch einer pflanzlichen Ernährung direkt und bewusst aus deinem Gehirn oder aus deinem Herzen, wo auch immer herkommt. Ich habe das in meinem Umfeld sehr, sehr gut beobachten können. Diese Mikropausen werden auch von deinem sozialen Umfeld nicht unentdeckt bleiben. Einerseits, weil du es natürlich auch kommunizierst, wahrscheinlich, oder sie das einfach in einem Gespräch merken. Durch eine bewusstere und verantwortungsvollere bezüglich seiner eigenen Lebensweise entsteht, also ein Umgang mit sich selbst entsteht auch
so eine Form der Anerkennung durch andere. Und man inspiriert diese auch. Und man inspiriert diese Menschen auch bewusst, um mit ihrem eigenen Leben umzugehen. Und dadurch entsteht auch wieder so ein positives Feedback, weil jeder Mensch, der gelernt hat, bewusster mit sich umzugehen und auch der inspiriert wurde, bewusster mit sich umzugehen, ist da dankbar dafür, weil das Leben eine höhere Qualität erreicht. Die eigene Persönlichkeit reift durch diese Mikropausen und eine Zufriedenheit durchströmt dich, wenn du bemerkst, dass du genau das tust, was du tun willst. Natürlich wirst du auch Fehler machen und du wirst auch falsche Entscheidungen treffen, aber immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und ja, die Fehler gehören einfach dazu. Sie sind ein Teil deiner Entdeckungsreise durch das Abenteuerleben. Wie kann man das nun wirklich umsetzen? Dass man auch mehrmals täglich diese Mikropausen macht und anfängt zu reflektieren, nachzudenken. Ich empfehle am Anfang, sich einen Timer anzuschaffen. Nein, nicht das Handy, auch wenn es da solche Timer-Funktionen natürlich gibt. Aber die Anschaffung eines externen Timers ist ein Commitment, ein Statement, eine Verpflichtung, auch geistig, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du suggerierst deinem Gehirn, das ist mir was wert, das beginnt jetzt eine neue Ära meines Lebens. Der Timer steht für dein Projekt. Und dieses Projekt, ein neues, bewussteres Leben, das hast du immer dann bei dir. Und das ist so wie so ein Anker. Und die Mikropausen, die dann erfolgen sollten, die sollten nicht dann passieren, wenn ihr eh gerade Pause macht, sondern sie sollten quasi willkürlich mitten in eure Tätigkeit reinplatzen, damit ihr eben genau diese Tätigkeiten, das Sprechen, verifizieren könnt, ob das genau das ist, was ihr machen wollt. Und deswegen braucht ihr auch einen Timer mit Countdown und Memory Funktion. Ich habe euch unten mal einen verlinkt, der kostet glaube ich 7 oder 8 Euro. Ja, es ist Konsum, aber wenn ihr dadurch ein bewussteres Leben führt, ich glaube, das ist es tatsächlich wert. Und das tut ihr. Ich mache das seit einem Jahr und ich kann euch wirklich das wärmstens ans Herz legen, diese Mikropausen. Die kosten 10 Sekunden, 20 Sekunden, manchmal gar nicht mehr so lang, weil wenn ihr wieder etwas tut, worüber ihr schon reflektiert habt und ihr immer noch in derselben Lebenssituation steckt, dann erkennt ihr das sofort und dann geht's weiter. Und dann passiert das bei dem Timer so, man drückt zum Beispiel, ja, also man gibt 68 Minuten ein, so habe ich das gemacht, und drückt dann auf Start und dann klingelt es nach 68 Minuten, dann denkst du kurz nach, was tue ich gerade in dem Gespräch, wo ich mich befinde, ist es genau das, was ich jetzt sagen wollte oder macht das Sinn, was ich gerade sage, ist es sinnvoll dafür Zeit aufzuwenden und das macht man dann und nach Beendigung drückst du einfach wieder auf den Startbutton und dann geht es wieder 68 Minuten los. Macht keine 60 Minuten, macht irgendwas Krummes, weil alle 60 Minuten, dann denkt ihr, okay, immer 3 nach um kommt das dann, immer was Krummes nehmen, meine Erfahrung. Genau. Und sollte dein Arbeitgeber oder deine Beziehung oder irgendwelche Anspruchspersonen auf dein Leben da irgendwie was dagegen haben, dass er immer mal piept und dass ihr kurz innehaltet, dann solltest du dir bewusst machen, dass hier von dieser Partei keinerlei Interesse an deiner Person vorliegt und noch kritischer dieses Verhältnis zu dieser Person oder dieser Institution betrachten. Wenn es der Arbeitgeber zum Beispiel ist, kannst du da auch irgendwie so eine Krankheit einfallen lassen, wo du irgendwie so ein kleines Pfefferminzbonbon einnimmst mit dem Verweis, das ist ein Medikament, weil ich bin jetzt zuckerkrank oder ich muss das und das machen und das ist dir ganz wichtig. Und dann seid ihr da meistens gut raus aus der Nummer. Nichts auf dieser Welt hat das Recht, dir ein bewussteres Leben zu verweigern. Und genau das solltest du dir erstmal bewusst machen. Tägliche Reflexion wird ja, nach ein paar Wochen wie so ein Automatismus und nicht nur einmal am Tag, irgendwie am Abend, sondern mehrmals täglich, aber eben ganz kurz und nicht dieses große Fass aufmachen. Und du wirst dich immer mehr in bewusst gewählten Situationen wiederfinden und du wirst ein produktiveres, entsprechend deinen Kriterien, was Produktivität angeht, Leben führen. Und der Timer ist dann wie so dein neuer Freund, der dich ständig fragt, ist das, was du tust, wirklich das, was du jetzt tun willst und das, was du sagst, ist es wirklich das, was du sagen willst? Ist es wirklich wichtig, seine Zeit damit zu verbringen? Oder ist es wieder Zeit, in den Fokus zu gehen? Eine ganz kurze Frage, je nachdem, wie man das betrachtet, wie ihr die Frage stellt. Und ja, und dann gebt ihr eine kurze Antwort. Und die Bewusstheit, tatsächlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich nicht
manipulieren zu lassen, das ist eine unglaubliche Befriedigung, eine unglaublich, ja, eine Erhöhung des Selbstwertgefühls. Ja? Ihr seid kein Werkzeug mehr, kein Werkzeug innerhalb einer Beziehung, kein Zweckerfüller. Ihr lebt nicht das Leben eines anderen oder das Leben einer Gesellschaft, die euch nur dann Anerkennung zollt, wenn ihr das tut, was die Gesellschaft und das System unterstützt. Ja? Die Fülle eigener Kreativität und Authentizität, diese Wahrheit, diese Echtheit, das ist das Wunder des Lebens. Und das hast du jeden Tag. Du kannst dich dann auch richtig darauf freuen, jeden Tag das Gefühl zu haben, ein echtes Leben zu leben. Eine neue Ära deines Lebens beginnt.